Ich begehre Frauen von Diane Obomsawin. Bei Ich begehre Frauen geht es um 10 Kurzgeschichten in Comicform, in denen lesbische Frauen über ihr Begehren, ihr Coming Out, das Verliebtsein oder die ersten sexuellen Erfahrungen berichten. Es sind wirklich unterschiedliche Kurzgeschichten, die hier erzählt werden, und es geht im Grunde genommen um eben die Entdeckung der eigenen sexuellen Identität. Die unterschiedlichen Geschichten stehen mit unterschiedlichen Lebensepisoden der erzählenden Frauen in Zusammenhang, und jede Geschichte fängt eigentlich mit dem Namen der erzählenden Frau an, und das ist ja auch der Titel der Geschichte. Wir begegnen am Anfang Catherine zum Beispiel, die als kleines Mädchen gemerkt hat, dass sie sich von ihrer Lehrerin in der Primarschule angezogen gefühlt hat und mit ihren Gefühlen nicht wirklich umgehen konnte, beziehungsweise sehr verwirrt war und diese nicht einordnen konnte. Es gibt dann auch Geschichten von Frauen, die das viel später merken, wie zum Beispiel Jeanne, die das erst im Uni-Alter, also so Anfang 20, merkt und an der Uni ihre erste sexuelle Erfahrung mit einer Frau hat und sich ab diesem Tag eigentlich wie ein anderen Mensch fühlt. Dann gibt es Geschichten wie die von Oktober, die meine Lieblingsgeschichte in diesem Buch ist. Und zwar, Oktober merkt, dass sie auf Frauen steht, ironischerweise auf einer Klassenfahrt, also einer Abschlussreise nach Lourdes, also zusammen mit Nonnen im Abteil merkt sie das und beschreibt ihre Verwirrung und ihre Gefühle sehr schön und sehr humorvoll auf Seite 66 und sagt hier im Panel unten: Es fühlte sich gut an, aber gleichzeitig ahnte ich, dass es verboten war. Und dann sagt ein kleiner Engel: Gar nicht gut. Und der Teufel auf der anderen Seite sagt: Mir doch egal, so quasi, mach doch, was du möchtest. Und schließlich geht es auch um Geschichten von Frauen wie Sascha, die eher eine negative Erfahrung hat. Also es werden auch Geschichten erzählt, bei denen es eher nicht um ein Happy End geht, das, wo die Entdeckung der eigenen Sexualität eher mit Schmerz verbunden ist, weil Sascha zum Beispiel zurückgewiesen wurde und sich dann jahrelang gehemmt gefühlt hat, den ersten Schritt zu machen. Die Geschichten sind also extrem unterschiedlich und werden von unterschiedlichen Frauen, die unterschiedlich alt sind, erzählt. Zum Alter möchte ich noch sagen, dass ich es interessant finde, dass die Autorin des Buches eher eine ältere Autorin ist, also die ist irgendwie Anfang 60 wahrscheinlich. Der Diskurs um Queerness, um die LGBT-Community ist ja sehr oft von eher jüngeren Stimmen besetzt, und die Tatsache, dass wir hier ein Buch haben von einer älteren lesbischen Frau, finde ich irgendwie sehr toll. Die Art, wie sie erzählt und zeichnet, ist sehr zart und humorvoll. Also die Texte sind zum Teil sehr humorvoll, wie eben die Geschichte von Oktober. Und vor allem, was unglaublich toll ist, dass die Geschichten und die Art, diese Frauen darzustellen, sehr weit entfernt ist von dem klassischen männlichen heterosexuellen Blick, der lesbische Liebe und lesbischen Sex sehr oft den eigenen Fantasien und Vorstellungen anpasst. Und das ist hier nicht der Fall. Es ist eine sicherlich feministischere, frischere Art, mit lesbischer Liebe umzugehen und sie darzustellen. Die Figuren sind keine Menschen, sondern eher anthropomorphe Tiere. Ich glaube, diese Art, die Figuren darzustellen, also die Frauen eigentlich darzustellen, entsexualisiert den Inhalt. Und was ich damit meine, ist, dass es klar natürlich immer noch um Sex und Sexualität geht,
Aber die Art und Weise, die Figuren so darzustellen, nimmt eigentlich einen voyeuristischen Element weg und normalisiert diese Art Liebe zwischen Frauen. Es ist eigentlich eine relativ schnelle Lektüre, der Text ist nicht besonders viel. Man kann es an einem Stück lesen oder es eignet sich auch, wie ich das zum Beispiel gemacht habe, für eine episodische Lektüre. Man kann immer wieder zurück zur Lieblingsgeschichte und diese wieder mit einer neuen Perspektive genießen. Schließlich wollte ich noch etwas ganz allgemein zum Buch als Objekt sagen, und zwar, dass ich es einfach wirklich auch als Objekt sehr toll finde. Ich finde es unglaublich schön und toll gestaltet. Die Farbe des Covers finde ich unglaublich toll. Also so in diesem Hellblau mit Violetttönen, aber auch so hat so etwas Glänziges im Licht. Und ich finde es auch deswegen auch wirklich nur rein als Objekt sehr schön. Und möchte eigentlich abschließen mit einem Zitat, das wir auf dem Backcover haben von einem Autor von uns, Nicolas Mahler, der sagt: Wer dem Charme und Witz dieses Buches nicht erliegt, hat kein Herz und keinen Verstand. Und da bin ich wirklich einverstanden.